Heute ist ein frauenpolitisch-historischer Tag. Das Bundeskabinett hat das neue Gesetz für mehr und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen beschlossen. Wir regeln damit verbindlich die Vorstandsquote für große börsennotierte Unternehmen und sagen, wenn ein Unternehmen mehr als 3 Vorstände hat, dann muss davon mindestens eine Frau sein. Wir wirken entgegen den frauenfreien Vorstandszonen, die wir in 90% der Fälle immer noch haben. Wir wollen, dass mehr Frauen und Männer gleichberechtigt in Führung teilhaben und das nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im öffentlichen Dienst. Deshalb gehen wir im öffentlichen Dienst mit gutem Beispiel voran und regeln für die Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, aber auch für die Sozialversicherung, die Krankenkassen, dass in jedem Vorstand Frauen und Männer gleichermaßen vertreten sein müssen. Und wir sagen, der Bund, die Bundesbehörden, die Bundesverwaltung will mit gutem Beispiel auch vorangehen, was die Führungspositionen angeht. Wir wollen bis 2025 50% Männer und 50% Frauen in den Führungsebenen des Bundes im öffentlichen Dienst vertreten haben. Dafür sind heute verbindliche Vorgaben beschlossen worden. Ein wichtiger Meilenstein für eine moderne, zukunftsfähige Gesellschaft. Ein Land, in dem wir auf alle Talente, Stärken und Qualifikationen, die wir haben, setzen. In dem Frauen und Männer gleichberechtigt sind und dem gemischte Teams erfolgreicher sein können. Das ist ein großer Schritt, der nach langen Diskussionen erreicht worden ist. Ich freue mich sehr, als Bundesfrauenministerin heute gemeinsam mit dem Justizministerium diesen Gesetzentwurf durch das Kabinett gebracht zu haben. Wir werden jetzt ins parlamentarische Verfahren gehen und dann in dieser Legislatur dieses wichtige Gesetzgebungsverfahren zum Abschluss bringen, damit eben die qualifizierten Männer und Frauen in unserem Land, in den Führungsetagen, in der Privatwirtschaft, aber auch im öffentlichen Dienst gut vertreten sind. Frauen können alles, auch Führung. Das erreichen wir mit diesem Gesetz.